So, und ansonsten, Dachboden wird ja auch so langsam. Das Atrium, müssen wir nochmal gucken, wie wir das machen mit dem Glasdach. Das weiß ich ATM auch noch nicht so genau. Müssen wir mal schauen. Aber das kriegen wir auch schon irgendwie hin. Wäre ja gelacht, wenn nicht. Das muss ja nur hier oben Glas sein. Und ab da kann es ja wieder normaler Stein sein. Das kriegen wir schon irgendwie gescheißert. Ich schau mal ganz kurz. Das Problem ist einfach nur, wir brauchen auf jeden Fall mehr Glas dafür. So, hier haben wir eh Glas. Ich teste nur mal ganz kurz. Ja, also nicht wundern. Jetzt habe ich auch tatsächlich keine Kobbeltreppen mehr. Das gibt's ja gar nicht, was hier los ist. So, warte, ich brauche auf jeden Fall noch einmal Kobbeltreppen. Ach komm, das... Ich bin hin und her gerissen. Gehe ich jetzt sofort schlafen? Mache ich dies? Mache ich das? Momentan ist das Haus auch noch sehr dunkel, wie es aussieht. Ich brauche dringend noch Glowstones. Kobbeltreppen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 Stück ist jetzt nicht die Welt. Wird für unsere Testzwecke aber hoffentlich reichen. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber mehr Kobbel habe ich ja auch gar nicht. Doch, zum Glück. So, warte. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und dann machen wir mal, zack, haben wir 12 Kobbeltreppen. Die werden hoffentlich reichen für unsere Testzwecke. So. Auf der anderen Seite können wir das gleiche auch schon mal machen. Mann. So, und dann probieren wir uns mal ganz kurz an einem Sonnendach. Das wird jetzt relativ unspektakulär und das Problem ist natürlich auch, wir haben nicht genug Sand. So, man weiß auf jeden Fall schon, wie es gehen wird. Und ich glaube, so können wir es auch rechtfertigen. Und dann machen wir hier auch eine Glaswand rein und haben dann hier quasi ein Atrium mit dementsprechend Sonnenbelichtung und so weiter unterm Glasdach. Das wird dann schon gehen. Ich muss dann nur gucken, ob man dann wirklich nur hier dran vorbeikommt oder ob man dann vielleicht auch so einen Steg mit einem Mang hat irgendwie vorbei an dem Baum, irgendwie sowas. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal auf der anderen Seite dann Dach oder vielleicht auch so eine Dachterrasse oder nicht. Und dann hier unten geht da noch ein Flügel weiter nach draußen. Ein Häuserflügel, ich weiß es alles noch nicht. Das wird auf jeden Fall nach und nach, bauen wir uns hier was Schönes zurecht. Und im Keller haben wir ja auch noch ein bisschen was zu tun. Hier fehlen auf jeden Fall noch Fackeln. Und hier übrigens auch. Und ich wollte mal ganz kurz probieren, wie das ist, wenn ich da oben jetzt... Ich glaube, das ist irgendwie besser. Natürlich, eine Libelle erscheint aus dem Nichts. So, sieht ganz cool aus eigentlich, ne? Wenn das so umrandet ist, ich mag das immer so ein bisschen. Hier lassen wir es mal bleiben, weil hier alles relativ offen ist. Das sieht irgendwie alles sehr merkwürdig aus, aber Hauptsache es funktioniert irgendwie. Und hier müssten wir dann theoretisch... das Holz dann doch durchgehend machen. So, dann haben wir den Raum quasi gerahmt hier. Ein richtiges kleines Rahmenschnitzel haben wir hier gebaut. Und hier weiß ich immer noch nicht, was besser ist. Ich weiß es doch nicht, ich weiß es doch nicht. So, gute Nacht und jetzt hau ich mich mal ins Gästebett. Kann man ja auch mal machen. So, bis zur nächsten Aufnahme und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das hier alles noch entwickeln wird, was das hier alles noch wird.
Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, wir sind hier immer noch am Anfang unserer kleinen Reise und das Haus entwickelt sich momentan aber prächtig und oh, wir haben sogar Weizen. Da können wir uns sogar 2, 3 Brote machen vielleicht. Oder vielleicht hoffentlich bald auch mal ein neues Feld. Ich muss auf jeden Fall noch ein paar Samen sammeln, damit wir unser Feld befeldern können sozusagen. So. Hier soweit auch alles in Ordnung. Natürlich alles noch relativ unspektakulär. Da fehlt noch ein bisschen was. Hier müsste ich noch dicht machen. Auf der anderen Seite glaube ich auch. Das sieht jetzt noch ein bisschen schäbig aus. Das mache ich eben noch mal ganz kurz. So, Da komme ich gerade eh nicht ran. So, so geht es, so kann man es lassen. Und dann geht diese komische Ritze da, die habe ich ja immer irgendwie auf Dachböden, ich weiß nicht warum. Habe ich mir irgendwie so angewöhnt. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Und erwähnte ich schon, dass ich gespannt bin, wo die Reise mit dem Ding hier hingeht. Ich habe selber keine Ahnung, ich lasse mich überraschen. Auf jeden Fall wird es auf jeden Fall bisher unser aufwendigstes Haus. Und ich hoffe, wir können noch ein paar Spielereien reinbauen. Ideen gibt es ja noch genug. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank nochmal und bis gleich. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft oder da drüben auch Schweincraft oder Deincraft oder unser Craft. Ich weiß es gar nicht. So ein Craft, das ist doch für alle da. Ein Craft, ich habe Bedarf an Craft. Das Craft hört sich immer so britisch an, Freunde. Und ich muss mal überlegen, wie immer bei jeder neuen Aufnahme muss ich überlegen, wo war ich denn noch eben stehen geblieben? Es kommt mir vor, als wäre es 2 Wochen her und das ist es in meinem Fall auch, weil ich letztes Mal so viel aufgenommen habe. Sollte hier nicht... Bin ich doof? Ach nee, oben. Hier unten stimmt ja. Wir sind ja inzwischen schon ein bisschen gewachsen. Stimmt ja, oben geht's ja raus auf die Dachterrasse, auf die Umrundung quasi unseres Territoriums. Und wir brauchen Zaun, um hier draußen noch alles, ich erinnere mich, wir brauchen Zaun, um hier draußen, Bibabo. Und dann, hier ist natürlich ein bisschen verfrüht. Hier sollte es eigentlich noch nicht wieder reingehen, wieso mache ich denn da schon Stein? Und das wird dann tatsächlich eine sehr große Dachterrasse, habe ich das Gefühl, aber das soll uns nicht kümmern. Vielleicht machen wir hier auch so ein... Das ist eigentlich schon geil. Das kann man theoretisch noch ein bisschen weiter nach draußen machen. Und dann kann man hier draußen noch so ein bisschen übertreiben vielleicht. Ich meine, ist ja noch nicht übertrieben hier unser ganzes Anwesen. Aber ganz ehrlich, ich sehe das eher so. Glas brauchen wir auch. Wir brauchen Sand, Schaufel, habe ich eine am Start. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Ich sehe das ja eher so, dass wir das Haus hier sowieso übertreiben. So. Das mit den Tieren hatten wir ja auch schon ausdiskutiert, dass es noch ein bisschen zu much ist. Und was ich hier nochmal, was ich hier nochmal mache, ich glaube, hier fehlt noch ein bisschen Erde hier und da. Ah nee, Gravel. Trübtauber Heine Musenginst. Da kann ich theoretisch, müsste ich eigentlich Lightstones müsste ich hier setzen. Das wäre the place to be, the thing to do, as we Hipster Generation say so gerne. Dann setze ich hier mal ganz kurz so und dann setze ich hier nochmal, ich setze mal überall so ein bisschen Fackeln hin. Hier natürlich weniger, denn da ist weniger Platz für Fackeln. Das habe ich mir sehr gut überlebt, merke ich gerade. Vielleicht setze ich die einfach mal da hin. Alter, ich falle hier dauernd rein. Dann ist selbst voll der Reinfall. Ja, natürlich. So, warte, jetzt haue ich das da weg und dann muss ich das eben auf diese Seite und dann haben wir das auch soweit schon mal alles fertig. So, das geht, ne? So kann man das machen. Ich glaube, es ist jetzt immer noch nicht so perfekt ausgeleuchtet. Theoretisch müsste ich dann da oben, aber das kann ich leider nicht gegens Laub machen. Da kann ich keine Fackel anbringen. Ich könnte dann da eine eigentlich anbringen und eigentlich müsste der Baum dann brennen, wenn ich da eine Fackel reinlege. Gravel habe ich zufällig auch mit. Cool. Freue ich mich. Umständlicher auswählen geht gar nicht mehr. So, und dann mache ich das da rein und dann mache ich vielleicht hier nochmal einen rein. Dann machen wir hier so einen, quasi so einen Weg, der dann hier später durchführt durch das Atrium, was ich mir eigentlich ein bisschen anders vorgestellt habe. Ich bin noch nicht zufrieden. Freunde, zufrieden bin ich nicht. Unter dem Glas fehlt eigentlich noch so ein Dingels. Fehlt noch so ein Ding. Wieso habe ich das nicht gesetzt eigentlich?
So, das kriege ich natürlich auch nicht wieder raus. So, pass auf. Mach ich hier so, mach ich so. Kriege ich beide. Ha. Okay, dann haben wir die Wand da schon mal ausgefixt. Der Rotranne. Okay, den haben wir. Rotranne haben wir. Wir brauchen auf jeden Fall. Pass mal auf, ich mach nochmal ganz kurz. Ich mach nur Scheiße. Den nehme ich mit. Das lasse ich hier. Hier bastel ich mir noch ein Zäufelchen. Sarazar, sei ruhig. So, meine Eier lasse ich in der Kiste. Der Witz wird niemals alt. Ja, 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 ich weiß. So, was willst du auch machen nach 50.000 Folgen Minecraft? Da wiederholen sich die Witze irgendwann sowieso. Jetzt haben wir noch Slaps. Dieses eine Ding hier kann ich auch mal da reinlegen. Diese Slaps lasse ich mal da. Ich müsste eigentlich alles da lassen, weil das brauche ich gerade nicht. Weil ich möchte lieber da noch ein bisschen mehr Sand. Pass mal auf, ich pack das mal alles hier rein. Haben wir mehr Platz für Sand, weißt du? Wir werden diesmal dann aber keine Höhlenerkundung machen und wir müssen dann tatsächlich bald auch mal in den Nether gehen. Den werden wir später sehen. Wenn wir dann zu Peter gehen. Nee, da werden wir bald mal in den Nether gehen, um dann da einfach mal... Wir brauchen ja noch so dies und das. So, plötzlich ploppt ein Elefant auf. Kennen wir ja. Aua. So, zum Glück haben wir die Viecher ja ausgeschaltet. Wolle nehme ich mit, glaube ich. Weiß ich noch nicht genau. Und jetzt muss ich gucken, wo hatten wir letztes Mal den Sand her eigentlich? Ich weiß es nicht mehr. Ich mache die Mappe mache ich jetzt mal aus. Ich weiß nicht mehr, wo wir den Sand her hatten. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwie unversehens an eine Höhle geraten. Hallo. So, da unten ist Jörgi mit seiner Familie. Hier ist ein bisschen Sand, aber ganz ehrlich, ich möchte beim Fluss nicht wegräubern. Ich hätte am liebsten eine Wüste in der Nähe irgendwo, wo wir uns dann die ganze Scheiße quasi wegholen können. In der Wüste fällt es ja nicht auf, wenn du mit der Schaufel durchgehst. Macht ja schon so einen Unterschied. So, ich laufe hier mal ganz kurz ein bisschen durch die Das ist ja wohl ein Witz. Ach, hör doch auf, ey. Hier sind überall nur Schluchten. Huch, überall nur Schluchten. Was war das denn gerade? Was ist das da hinten? Aha, aha, aha. Wir müssen die Gegend hier mal irgendwann irgendwie erforschen. Ne? So komplett, meine ich. Ich glaube, da gibt's noch viel, viel zu entdecken. Und ich habe das Gefühl, das ist alles nur momentan, was wir kennen, ist vielleicht nur die Spitze des Eisbergs. Die klassische Mehlspitze des Eisbergs. Hey, Mehlschwitze, hat man ja neulich schon das Thema. Und da wollten mir dann einige erklären, das finde ich sehr liebevoll natürlich, wollten mir einige erklären, was es mit Mehlschwitze auf sich hat, worum es sich, eine Wüste, worum es sich dabei handelt, das finde ich super liebevoll und sehr nett gemeint. Ich weiß natürlich, was eine Mehlschwitze ist. Ich frage mich natürlich nur, wie kommt man auf diesen Namen Mehlschwitze, wie kommt man darauf, weil Schwitze ist ja generell die Suppe, die man meistens in den Achseln mit sich rumträgt oder im Eierschweißbereich. Liebe Damen, aufgehorcht, bei euch heißt das natürlich anders, ich möchte jetzt gar nicht sagen... Nee, das Wort sage ich nicht. Fängt mit V an. Nee, sage ich nicht. Was ist das denn hier? Willst du mich verarschen? Was ist das denn? Alter, was ist denn das für eine Map? Oh, ey. Oh, das war nicht so klug. Was ist das für eine... Alter... Wie geil ist das denn hier bitte? Ich habe ganz ehrlich, ich habe solche Höhlen. Ich spiele jetzt seit mindestens 3-4 Tagen Minecraft, glaube ich. Ich habe so eine Höhlen in meiner ganzen Minecraft-Laufbahn in der Art noch nicht gesehen und die häufen sich hier. Wo einfach der komplette Berg gehöhlt ist. Wie geil ist denn bitte schön diese abgefahrene Scheiße? Ich meine, ich bin jetzt kein Fanboy oder so, aber das, gib mal zu, das ist schon geil. Hey, Krank, ich habe schon geilere Höhlen gesehen und ich bin erst Fötus, auf der da einfach der Tastatur liegt. Ja, nee, aber ganz ernsthaft. Alter.
Ah, das ist schon ordentlich. Und hier geht's dann auch noch rein.